Tada. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier wieder mal vom Schnittloch-Test-Server. Also zum ersten Mal eigentlich. Und ja, wir testen heute das New Empire, das derzeit bestehende. Hier ist der Philipp und wundert euch bitte das New nicht. Empire Plugin halt. Ja, wir testen New Empire Plugin, bla bla. Und wundert euch bitte nicht, dass wir keine Skins haben. Das ist halt we wegen einem Plugin, was er nicht hochgeladen hat. Und ja, hallo Ja, Philipp. hallo Hallo. Hallo. So. Er hat uns da eine kleine Strecke aufgebaut, der Philipp. Warte, nee, ich stelle die FFV doch weiter hoch, weil sonst sehe ich nicht gescheit. Beim Autofahren. Da sollte man die FFV besser hochstellen. Und ich sollte jetzt nicht so schnell fahren, weil vorhin habe ich ja den Fehler gemacht, dass ich zu schnell gefahren bin. Philipp weiß es ja noch. Ja. Er ist einfach runtergefallen ins Tal. Lol, schau, wie schön ich mich hier eingeparkt habe. Sieht ziemlich gefährlich aus. Also wäre das Real Life noch dazu wegen Glasbrühe, hätte ich da schon Angst. Nein! Verdammt! Wie ist dein Auto kaputt gegangen? Alter, nee. Ich wurde gerade gekickt. Ist dein Auto kaputt gegangen? Ja. Also warst du mit deinem Speed über 40 km/h unterwegs? Ja. Ich war, glaube ich, mit 50 km/h unterwegs. Ja, das würde ich dir nicht empfehlen. Na komm, kannst du mich jetzt wieder herbringen? Ja, ich platziere dir mal ein Auto im Game Mode 1. So. Hier. Slash NE Respawn. Achso, du hast mich schon. NE Respawn. Was? Und jetzt werde ich wieder dahin getippt? Achso, jetzt muss ich dich nochmal tippen. Hey, was ist mit meinen Sachen passiert? Gib her die Sachen, Philipp. Ich hab den nicht, ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Ich bin dort ganz am. Funktioniert dein Auto? Warte, kannst du mich nochmal runter tippen? Ah, jetzt bin ich drin. Jetzt fahre ich gerade im normalen Modus halt. Im First-Person-Modus. Das würde ich nicht empfehlen, im First-Person-Modus zu fahren. Aber es ist auch irgendwie geil. Im First-Person zu fahren. Okay, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal Ach stehen. so, ich soll stehen bleiben. Oh Junge, hast mich fast erwischt. Also, wir stellen uns jetzt mal hier gegenüber. Ich stelle mich da her. Und du stellst dich auf die andere Seite, okay? Hoppla. Du weißt ja schon, was kommt. Wie bist du bitte gestorben? Ich bin runtergefallen und bin gegen eine Wand gekracht. Ja, und du sagst, du bist ein guter Autofahrer. Ja, eben. Kannst du mir jetzt ein Auto machen? Game Mode 1, Admin GK. So, und hier ist dein Autoschlüssel. Hier liegt ein Auto. Game Mode 0. Wo Hier liegt liegt dein ein Auto? Autoschlüssel. Ist egal. So, ich steige jetzt in das Auto ein. So, stellst du dich jetzt bitte gegenüber von mir? Wo bist du? Ach so, Da jetzt sehe ich bin dich. ich. Okay, 3, 2, 1, go. Du bist Nice. tot, oder? Ja, NE boah. Respawn. Wo sind meine Sachen? Die sind dort oben, nehme ich mal an. Na, 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 na. So. Hab meine Autoschlüssel aber noch, also wie man sieht, Autoschlüssel behält man. Okay, und jetzt zeigen wir euch die nächsten Features. Features, ich sage mal Features.
Future ist die Zukunft. Da haben wir schon einige also, Sachen vorbereitet hier. Zum Beispiel mein Grundstück. Ja. Moment mal, warte, warte, bleib mal stehen. Ja. So. Moment. Also check mal deinen Job. Was dein Job? NE Job Get oder NE Get Job? NE Job Get. Okay, NE Job Get. Worldcraft 3D. Job lautet meiner. Ja, das heißt, du kannst hier abbauen in der Mine, die täglich zurückgesetzt wird. Automatisch. Ich kann sie hier aber auch zurücksetzen. Und ich kann sie auch zurücksetzen, während du drin bist. Und es wird dir nichts passieren dazu. Das kann man gleich mal demonstrieren. Und zwar. Blub. Zurückgesetzt. Ist zurückgesetzt und du bist oben gespawnt, ne? Ja. Ja. Also so sieht das aus, wenn sie sich automatisch zurücksetzt, während gerade jemand abbaut. Man bleibt nicht drin stecken und stirbt elendig, sondern man wird hochziehen. Muss das verkaufen. Ich habe 100.100 Credits. Da kannst du auch mit slash NE Credits machen. Ja, slash NE Credits. Du hast 100.100 Credits. Gut, jetzt zeigen wir mal die Bankomate her, würde ich sagen. Die Bankomate? Was ist mit den Bankomaten? Ja, Bankomate herzeigen. Ah, okay, ich gehe mal. Hier, ich kann mal ein bisschen Geld abheben. Das kann man hier mit Sekundärklick, kann man mit Linksklick, also mit Primärklick oder wie das heißt, kann ich Sachen halt, kann ich einen Credit nehmen. Wenn ich jetzt da auf einen Credit abheben gehe, dann habe ich jetzt einen Credit abgehoben. Den kann ich auch wieder einzahlen, indem ich ihn einfach da auf diese Barriere gebe, einen Credit einzahlen. Wenn ich da jetzt Sekundärklick nehme, dann kann ich hier 100 Credits abheben. Und die kann ich auch ganz einfach wieder einzahlen, indem ich sie daher gebe und gehe auf 100 Credits einzahlen. Das geht hier bei jedem Bankomat. Ja, aber nur zur Demonstration, das hier ist auch nur ein Test. Okay, dieses Cell halt eingeben. Und jetzt stell deinen Cell-Shop ein. Was verkaufen? Ja, einen dafür und dafür bekommt man 0 Credits. Fertig. Hier schau nimm. Was? 0 Credits? Ja, okay, ich habe kein Redstone. Moment, ich muss mir. Hier, warte, ich geb dir eins. Nein, nein, ich cheat mir 60 Stück. So. 64. 63. Jetzt. Lalalalalalalala. Also, da musst du jetzt halt keine Credits reinlegen, weil es ja 0 ist, ne? Ja. Also, du gibst jetzt hier gerade gratis. Ne, Blödsinn, du gibst nicht gratis Redstone. Ja, das ist einfach nur eine Spende. Das heißt, ich gebe dir jetzt hier Redstone her und du gibst mir nichts dafür. Super. Nice, oder? Ja, ist richtig geil. Toller Deal. Und ich bekomme gratis Redstone. Hör mal zu. Ja, ich höre zu. Nein, schau zu. Ach so, schau zu, warte. Ich gebe mal da. Ich will eins für. Gleich, ich bin gleich fertig. Also, darf ich mal beginnen? Ja. Also Leute, hier, schau mal, bei den Mineneingängen, also wenn das ein Junge, schlechte Demonstration, soll denn ein Cell-Schild sein, ja? Ach so. Jedenfalls, wenn das ein Cell-Schild ist, dann das wird ja in den Minen stehen. Also vor den Mineneingängen, also bei den Mineneingängen wird das eben stehen.
Vor den Minenangängen, da, da oben kommen, dann, schau mal, da oben kommen dann Hopper rein und die kommen vom Imperium Geldlager, gehen die ganzen Hopper hier rein und geben hier Geld rein, sodass es konstant mit Geld versorgt wird, mit Credits. Und hier unten kommen ja die Erze rein und die werden, da unten unter den Erzen sind dann Hopper. Und diese Hopper gehen dann wieder ans Imperium und schicken die ganzen Erze ans Imperium. Okay. Okay. Ja. Und du kannst ja auch deinen Briefkasten einrichten. Stimmt. Also, ich baue dir mal hier einen schönen Briefkasten. Ah ja, übrigens, willst du ein paar Erze, ein paar Redstone kaufen? Ganz billig. Also, ich baue dir hier mal was Schönes. NE Plot Set Postbox Worldcraft 3D. Dieser Dropper ist nun ein Briefkasten von Worldcraft 3D. So, das heißt, ich kann dir jetzt hier was in den Briefkasten reinwerfen. Und du wirst auch benachrichtigt, wenn du in die Welt reingehst, ob etwas im Briefkasten drin ist. Das heißt, ich gebe dir jetzt zum Beispiel diesen. Keine Ahnung, ich gebe dir irgendwas gewinnen. Postkasten rein, so mit NE put in Postbox und lass das mal im Briefkasten drin. Mach slash Lobby. Slash. Hier, nee. Davor gebe ich die ganzen Sachen da hinein. Meine eigenen Sachen. Das wird eh gespeichert. Dein Inventar wird eh gespeichert. Ach so, okay. Slash. Slash L. Und jetzt bist du in der Lobby? Ja. Okay, dann mache ich tp dich wieder in New Empire rein. Und jetzt bist du auch wieder da. Du hast Post im Briefkasten. Ja, da steht er. Also das Coole ist, wenn du in New Empire reingehst, dann spawnst du nicht am Spawn, sondern du spawnst halt wirklich dort, wo du das letzte Mal warst. Dein Inventar ist da, alles ist gespeichert. Hm. Und da steht... Auch deine Effekte werden gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt... Ich gebe zum Beispiel Effekt, Worldcraft 3Ds... So, also jetzt Speed. Jetzt geh in die Lobby, mach slash L. Slash L. Okay, jetzt hast du kein Speed, stimmt's? Ja. Ja. Und jetzt kannst du hier wieder rein und jetzt hast du Speed. Willkommen im Imperium, willkommen zurück. Ja, ah ja, und hier sind also die Rolltreppen. Hast deine Effekte auch wieder schön zurück. Ja. Bitte lass die Effekte, Philipp. Ja. Naja, du kannst ja eh schauen, das habt ihr das nur für 30 Sekunden. Oh. Also hier haben wir so eine Rolltreppen-Test und komm mal zur Wasserrutschen-Konzept. Also das würde man dann in Freizeitparks so verwenden, also in so Wasserparks. Ja, und jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich Geld einzahlen werde. 4.900 Credits einzahlen. Noch mehr Credits eingezahlt. Lol, hier kann man Diamanten verkaufen. Wo? Fällt mir gerade auf, da. Aber du hast keine Diamanten, ne? Warte, ich gebe uns mal Diamanten. Gib XP Diamond 64. Ich gebe dir mal 32 davon. Jetzt kannst du dir schön verkaufen. Ich habe keine Dias mehr. Sie sind alle verschwunden. Kann ich noch welche haben? Bin ich verschwunden, die hast du verkauft. Ich will sie nicht verkaufen. Nee, Spaß. Aber du hast doch gesehen, den Platil. 2 Diamanten für 5 Blitz. Das ist doch voll wenig. Ja, das war ein Scherz. Ein toller Dude. Wie geht das noch? NE put in Postbox. Du hast ein Itemstack in den Briefkasten von viele Programmer geworfen. Bruchstein. Frisch aus der Mine. Ja, keine Ahnung, ich habe da so viel Shit in den Bruchstein. Gut. So, und das war's mit dem heutigen Video.
über die New Empire Plugin, bla bla. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.